Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fahrradsimulator. Ihr wisst, was jetzt passiert, Leute. Zack, Frontflip. Und jetzt Paletto nochmal kleiner Backflip. Gelandet, gestanden, so muss das sein. Zack. Gut, einmal ein bisschen auf die Fresse. Leute, wir starten eine Mod. Und zwar, ich habe es mir aufgeschrieben, El Valle. El Valle DH. Mini Paluten, bist du bereit für ein bisschen Fahrradfahren? Jawohl, ich bin bereit für ein bisschen Fahrradfahren. Das ist die richtige Einstellung, wie immer, Leute. Paluten.shop, da gibt es Mini Paluten. Alter, das ist ein richtiges Vorschaubild. Oh, Zenit Mountain, das scheint ein berühmter Berg zu sein. Aber das ist ja krass. Okay, sowas habe ich auch noch nie gesehen bei einer Map. Oh ja, oh, das sieht aber schon mal, das sieht schon mal alles ganz geil aus hier. Oh! direkt erstmal Schädelbasisbruch, Junge. Egal, mit oder ohne Helm. Jetzt diesmal, oh ja, Alter. Das ist schon alles, aber hier eine ganz lecker Schmecker. Schön am Wasserfall vorbei. Jetzt nochmal hier. Oh! Uff, ganz knappe Nummer. Alter. Das ist ja ein absolut geiles Ding. Also muss ich sagen, ich lobe ja gerne mal hier die Maps, weil ich es einfach nicht besser kann. Aber das hier ist schon wirklich... Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber das wirkt auf mich schon wie eine extra sahnige Map. Also da hat jemand wirklich nochmal... Oh ja, oh ja. Nochmal extra drauf gekügelt. Oh, ich guck mal hier aus der Ego-Perspektive muss das, glaube ich, noch geiler sein. Weil alles dann so dicht wirkt. Oh ja. Also, das ist schon... Ich mache jetzt aber trotzdem... Obwohl, das stand, glaube ich, was von... Dass die ihre eigenen Checkpoints haben. Sodass das eben auch eine... Eine kleine Challenge bleibt. Ja. Oh ja, ja, ja. Bisschen bremsen. Jetzt bisschen bremsen. Nein! Jetzt bin ich hier unten. Hilfe. Ja, ich bin wieder da. Ich bin wieder hier. Oh, da haben wir es gerade gehört. In meinem Revier... War nicht lange weg. Hab mich nur versteckt. Kennt jemand das Lied? Wahrscheinlich nicht. Oh, jo, alles klar. Oh. Was war das jetzt? Okay, aber Checkpoints funktionieren schon mal. Jo, das ballert auf jeden Fall gut. Das macht echt Spaß. Und auch aus der Ego-Perspektive, was manchmal nicht so unbedingt meine Lieblingsperspektive bei dem Spiel ist. Aber das, weiß nicht, das hat nochmal so ein ganz... Ja, okay. Fahr noch öfter da rein. So ein ganz spezielles Feeling. Ich kann es schlecht beschreiben, aber es ist noch mal so ein bisschen... Sag mal! Einfach noch mal eine Prise geiler. Wisst ihr, was ich meine? Weiß nicht, wie das auf euch als Zuschauer wirkt. Was da eure Lieblingsperspektive ist. Aber das geht auf jeden Fall... Nein! Hoch, schon ganz gut durch hier. Weil die Map aber auch so geil gestaltet ist. Ich habe das Gefühl, ich habe aus Versehen einmal selber einen Checkpoint gesetzt. Also wirklich unabsichtlich. Und der überschreibt jetzt hier diese Checkpoints. Deswegen ballern wir hier selber mal ein bisschen durch. Irgendwann mache ich das auch nochmal. Und davon mache ich auch ein Video, wenn ich so Mountainbiken gehe. Also wie gesagt, ich bin, was das angeht, habe ich gar keine... Oh, gar keine Erfahrung. Yo, geiles Ding. Aber stell mir das halt übertrieben nice vor. Ein bisschen gefährlich. Ich hatte auch mal... Oh, mit jemandem gequatscht. Der hat sich Schlüsselbein oder so. Auf jeden Fall die komplette... Schulter zerfetzt beim Mountainbiken, weil er halt gestürzt ist und darauf dann ist er auf seine Schulter gefallen und richtig uncoole Sache. Also klar, er hatte Helm auf und auch so Schutzprotektoren, aber das ist wohl echt nicht ohne. Vor allen Dingen, wenn du relativ schnell wirst, dann kannst du da auch ganz schnell mal dir sogar noch den... Das ist auch wohl sehr gefährlich, sich den Rücken zu brechen oder so. Da kannst, bist du dann gerne mal querschnittsgelähmt. Ist natürlich jetzt nicht so super... Super wahrscheinlich und das passiert jetzt auch nicht jedem, aber ist halt ein Restrisiko. Klar, kann dir beim Skifahren auch passieren, Gottes Willen, aber ich bin eigentlich jemand, der vorsichtig fährt, aus dem einfachen Grund, weil, stellt euch mal vor, ich breche mir jetzt beim Skifahren oder beim Mountainbiken die Hand. Ich könnte meinen Job, weil ich könnte nicht mehr Let's Play, also für eine gewisse Zeit. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich freudige Sache. Alter, was ist das für eine geile Map, jetzt hier runter zu... ballern. Okay, ich gehe auch mal zur Abwechslung. Gehen wir jetzt hier auch noch mal raus aus der Ego. Aber ich finde, bei der Strecke finde ich das eigentlich schon sehr, sehr nice. Auch jetzt hier runter. Oh! Junge, da steht ein Baum. Na okay, steht mehr als ein... Sag mal, warum... Hat er einen Magnet? Habe ich einen Magnet in der Tasche?
Oh ja, hier können wir jetzt, glaube ich, ein bisschen zaubern. Oh nein. Oh nein. Zu viel gezaubert. Gut, hätte ja sein können, dass wir das irgendwie ein bisschen überleben. Aber scheinbar nicht. Ja. Ja, jetzt ein bisschen bremsen. Oh ja. Oh, da gönnen wir uns den Speed. Hasta luego. Das war so klar. Okay, wir müssen relativ gerade darauf ballern. Ja. So, ja. Okay. So viel zu. Wir müssen auch relativ gerade drauf ballern. So, warte mal. Ich versuche jetzt mal ein bisschen Tempo rauszunehmen. Oh ja. So, komm. Gerade jetzt. Let's go. Und ich muss schon fast sagen, schade. Schade, dass hier schon das Ziel ist, weil die Map hätte ich gerne noch eine Stunde weiter gedaddelt. So, das Vielversprechen. Nix Rampage. Alter. Okay, das sieht schon mal krank aus. Okay, alles klar, Nick. Ja. Oh ja, das gefällt mir. Oh, alles klar. Oh. Ja, vielleicht ein bisschen höher jetzt. Jo. Perfekt. Oh, nö. Ja, okay, ich bin Matsch. Alles klar. Da sollten wir vielleicht mit dem ein oder anderen Checkpoint mal arbeiten. Aber hier. So, genau. Schön um die Kuh. Alter. Junge, die Map gefällt mir. Also ich glaube, er hat nicht zu viel versprochen, als er von der Rampage geredet hat. Oh Gott, wie weit müssen wir hier fliegen? Oh, das hat ja perfekt gepasst. Let's go. Oh no. Ja, klar. Junge, wo hätte ich denn da bremsen sollen? Okay, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir brauchen einen Checkpoint. Logger, ja, hier Logger vom Hogger. Machen wir auch nochmal einen kleinen rein. Oh, hier wird es, glaube ich, ein bisschen... Ja, nee, kein Problem. Ja. Oh. Habt ihr gerade gesehen? Junge, wie weit das Flugzeug. Das Flugzeug? Sag mal, bin ich doof? Wo geht's jetzt hier längs? Hier? Nee, Mann. Hier geht's nicht längs. Oder nach da links? Doch, doch. Ich glaube, das könnte sogar hier. Nee. Hä? Leute, wo muss ich. Wo geht's denn hier? Goodie, what? Nee, hier geht's doch nicht runter. Das ist doch falsch. Du fährst doch nicht hier runter. Nie im Leben. Wo soll dieser ominöse Weg sein? Nee, hier gibt's keinen Weg mehr. Warte mal, Strecke beenden, wiederholen. So, das ist ja hier scheinbar nicht der einzige Weg, den man fahren kann. Bei nix geil. Ja, oh ja. Oh, let's go. Das ist so geisteskrank. Oh, yo, Junge. Ah. Über den Wolken. Ei. Hör doch auf zu singen. Ja, es tut mir leid. Ich hab das manchmal so. Ich weiß, ich kann nicht singen. Ich möchte das auch nicht. Aber manchmal hat man so Momente. Ich singe zum Beispiel manchmal auch im Auto. Wenn so ein geiler Song kommt. Hey, I just met you. And this is crazy. I can't get my number. So call me maybe. Das ist einfach eine geile Map. Die hatte auch gar nicht so die krassen Bewertungen, aber ich mag das einfach mal hier ein bisschen runter zu ballern. Oh nein. Ja, aber das macht keinen Sinn. Da ist dann vor allen Dingen auch irgendwann einfach Ende. Aber ich glaube, er hat auch einfach kein Ziel eingebaut. Der Weg ist das Ziel. Warte mal. Ich mach das jetzt mal hier ganz smart. Ganz smarte Nummer. Paletto fällt jetzt hier. Ganz smarte Nummer. Ich gucke jetzt nochmal da oben. Wiederholen. Ich glaube, hier gibt es auch noch einen Weg. Ja, das ist auch noch hier. Oh ja, ein ganz interessanter Weg. Dann hier ein kleiner Jump. Das ist immer so geil, wenn man einfach viel zu langsam ist für irgendeinen Sprung. Oh Junge, jo, hier sind wir aber zu schnell für alles. Aber den schaffen wir jetzt. Jawohl. Oh ja, jetzt geht's los. Oh, let's go. Junge, wenn man das landet, wir müssten nur ein bisschen höher, aber wir sind wahrscheinlich nicht schnell genug. Oh, komm, flieg. Oh, Alter. Oh ja. Wir müssen nur ein bisschen. Okay, das war nicht ganz so gut. Oh, der Flug. Das ist eine gute Flugkurve. Komm, flieg und sieg. Au. Warte mal, vielleicht ein bisschen. Mal ein bisschen nach oben. Genau, hier.
hier auf die Kante. Für maximalen Speed. Wenn wir es jetzt nicht ballern. Hoppa! Oh ja, oh ja. Oh, let's go. Oh, let's go. Aua. Ich glaube, man braucht auch einfach einen sehr guten Absprung. Und muss eher, ich würde sagen, eher... Nee, ich glaube auch, dass der... Also, ich weiß nicht mal, ob der Tester... Also, ob der das getestet hat. Weil man braucht auch immer einen gewissen Winkel. Und wenn er zu spitz ist, dann prallst du halt einfach jedes Mal sinnlos auf. Weil wir haben eine gute Flugkurve. Ah, Leute. Zack, Alter. Kein Problem. Hier. Und Patz. So, Leute. Das war's mit einer kleinen Runde vom Fahrradsimulator. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier sitzt auch der Team Paluten-Kanal. Schaut dort sehr, sehr gerne vorbei. Hier sind noch weitere Videos. Wenn ihr einen kleinen Mini-Paluten haben wollt, schaut in die Videobeschreibung mit Autogrammkarte. Danke fürs Zusehen, Leute. Habt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.